Unterwegs mit QL sein, Kloppenburg, komm. Und wenn ich mir das hier alles so angucke, irgendwie unterwegs im 17. Jahrhundert, hallo. Komm, auf geht's. Und mit diesem Herrn bin ich hier verabredet. Komm, Elsa, sag guten Tag. Hallo, Herr Meiners. Ich grüße Sie. Und ich zeige Ihnen jetzt einmal ein typisches Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert. Was ist denn jetzt das Besondere an dem Haustyp? Da fällt natürlich als erstes das große Eingangstor dieses Bauernhauses auf. Und warum ist es so groß, dieses Tor? Damit man mit einem beladenen Erntewagen auch auf das Innere der Diele fahren konnte. Das ist ja ganz schön riesig hier. Ja, das Haus alleine hat ja schon bereits 400 Quadratmeter. 400? Wobei auf die Diele alleine 200 Quadratmeter entfallen. Boah, da wird sich aber eine Familie im 21. Jahrhundert in ihrem Einfamilienhäuschen ganz schön freuen. Das ist ja purer Luxus. Ja, das wären wir, nicht? Wir wären froh darüber, wenn wir eine solche große Fläche hätten. Aber das führt auch so ein bisschen dazu, dass man anfängt, das Landleben des 17. Jahrhunderts zu idealisieren. Dabei hat es auch eine Menge von Schattenseiten gehabt. Na, dann bringen wir erstmal die Kuh Elsa weg. Elsa, die Kurve kriegen. Das Haus ist also gleichzeitig der Stall. Kühe, Schweine und Hühner. Dass die hier alle einfach so über die Diele rennen und ihre Häufchen machen, wo sie wollen, scheint niemanden zu stören. Mensch, Herr Meiners, hier ist ja richtig was los. Mhm. Wie viele Leute rennen hier rum in dem Haus? Ja, in diesem Haus von dieser Größe, da wohnten schon 10 bis 12 Menschen. Dazu gehörte natürlich auch, wenn ich der Bauer wäre, die Bäuerin, meine Frau dazu. Und der Filius? Und der Filius gehört dazu. Natürlich auch noch eine Schwester, vielleicht auch noch 2 oder 4 weitere Kinder, die dazu gehörten. Dann gehörten das Gesinde dazu, eine Magd, die der Bäuerin zur Hand ging. Und eben auch ein Pferdeknecht, der die Pferde zu versorgen hatte. Also Haus- und Hofpersonal in einem. Alles in einem. Und nicht zu vergessen, die Altvorderen. Die Altvorderen. Die Altenteiler, sagt man auch. Eben also Großvater und Großmutter, die zu diesem Hof eben auch gehören. Sagen Sie, Herr Meiners, warum machen wir eigentlich das Feuer hier mitten in der Bude? Ja, das Feuer hatte eine ganz, ganz wichtige Funktion für das Niederdeutsche Hallenhaus. Denn es sorgte dafür, dass einmal die Menschen Wärme hatten. Und zum Zweiten auch das Essen zuzubereiten. Es hatte einfach eine ganz wichtige Funktion bei der Konservierung des Fleisches, der geräucherten Waren, die hier über dem Herdfeuer hingen. Und dann zog eben der Rauch auch durch das gesamte Haus und räucherte im positiven Sinne eben auch die eingelagerten Getreidevorräte. Obwohl er natürlich auch den Menschen manchmal schon heftig zusetzte. Essenszeit. Alle Hausbewohner, vom Knecht bis zur Bäuerin, speisen gemeinsam. Das Standardgericht ist Grütze. Gegessen wird aus einer großen Schüssel. Du kriegst dich jetzt an. Du kriegst ihn nächstes Mal mir was zu essen. Das Jungvolk. Also das glaube ich doch jetzt gar nicht. Jetzt gibt's nichts mehr zu essen. Und wir? Warum kriegen die sich da jetzt in die Haare? Kaum ist das Essen auf dem Tisch? Naja, das kommt eben halt schon mal vor, nicht? Das ist also eine Konfliktsituation als Spitze des Eisbergs tiefer sitzender Konflikte, die zwischen Alt und Jung auf solchen Höfen schon vorkommen. Die Alten sind eine Belastung. Man muss sie durchfüttern und das, obwohl sie nicht mehr mitarbeiten. Am liebsten würde man sie aus dem Haus schmeißen, aber davor schützt ein schriftlicher Vertrag. Dieses Papier sichert den Alten das Wohnrecht zu. Und zwar auf Lebenszeit. Also nun wirklich nicht das, was man sich so unter romantischer Großfamilie vorstellt. Da hat es teilweise richtig gequalmt in der Familie. Ganz anderes Thema jetzt. Wo haben die eigentlich geschlafen? Naja, während Knecht und Magd einfach beim Vieh schlafen, hatte es der Bauer doch weitaus komfortabler. Ja, das ist jetzt eigentlich ein Bereich, wo der Knecht gar nichts verloren hat. Aber wir treten mal hier heran an die Alkoven. Da schauen Sie mal hinein. Sieht doch ganz kuschelig aus. Wie viele Leute haben hier geschlafen? Naja, der Bauer und die Bäuerin auf jeden Fall. So, ich. Nein. Man liegt ganz schön tief hier und das ist zu kurz. Mhm.
Ja, man könnte meinen, dass die Leute alle kürzer waren als wir heute. Aber sie hatten auch andere Schlafgewohnheiten. Sie mochten nicht so gerne im Liegen schlafen, denn bei den hygienischen Bedingungen, bei der Kälte in diesen Häusern waren Bronchialerkrankungen, Lungenerkrankungen sehr verbreitet. Und da kann man einfach besser schnaufen, wenn man ein paar Kissen im Rücken hat. Das ist der Grund, warum man eher im Sitzen als im Liegen geschlafen hat. Und es hat natürlich auch Platz gespart. Eins würde ich jetzt aber dann auch gerne wissen. Wo ging man denn hin, wenn man mal musste? Ja, wo geht's denn hier zum Klo? Ja. Ein solches, das gab es tatsächlich nicht. Also wenn man tatsächlich mal das dringende Bedürfnis hatte, nachts rausging, dann ging man halt zu den Tieren in den Stall und verrichtete dort seine Notdurft. Es war einfach auch ein bisschen wärmer. Oder, wenn es dann im Sommer draußen etwas angenehmer war, dann verrichtete man seine Notdurft direkt am oder auf dem Misthaufen. Also besonders glücklich können die da nicht gewesen sein. Ja, objektiv gesehen ist das vielleicht wirklich so gewesen, dass es den Menschen nicht so gut ging wie heute. Aber man muss immer bedenken, sie lebten halt in ihrer Zeit und in ihrer Umgebung. Und vielleicht waren sie genauso glücklich und eben auch genauso unglücklich wie unser einer heute. Ganz sicher waren sie aber ein ganz klein bisschen mehr dreckig als wir. Ich freue mich tierisch auf eine Dusche.